Hallihallo, meine lieben Ritter und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darksiders. Wir sind hier gerade auf Spinnenerkundungstour. Und müssen mal gucken, ob wir jetzt hier noch irgendwas verpasst haben. So, hier nebenan zum Beispiel. Das sind ja noch ganz viele Truhen. Ich würde schon gern alles mitnehmen wollen, was ich sehe. Aber hier oben war doch bloß... Nee, andersrum. Da war doch bloß diese gelbe Truhe gewesen. Die war hier, ne? Ja, aber hier nebenan sind schön viele Truhen. Kommen wir von hier nicht hin. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Das ist jetzt aber wieder ein anderer. Nein, 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 nein. Hier waren wir überall schon. Hier waren wir. Hier geht's raus. So. Jetzt können wir uns hier nochmal genau umgucken. So. Da drüben sind die Truhen, die ich meine. Gehe ich mal von aus. Hui. So. So, haben wir die drei auch schon mal. Ja. Okay, und hier oben war ja auch noch eine Spinne. Genau, wo er meinte, ich kann hier noch nicht viel erreichen. Au. Mein Gott. Komm runter da. Oh. Was hat sie denn gemacht? Da drüben ist übrigens noch eine Truhe irgendwo. Komme ich hier wieder hoch? Na gut, jetzt bin ich erstmal runtergeknallt. So. Ich wollte mal blocken, aber irgendwie... So. So. Das Blöde ist, dass man dafür stillstehen muss. Und man bewegt sich ja eigentlich immer mit. So. Aber mit einem Gegner funktioniert das ganz gut.
So. Jetzt muss nur noch die große Spinne weg. So wie das aussieht. Komme ich hier nochmal hoch jetzt? Sieht jetzt nicht so aus. Mist. Na gut, dann machen wir mal. Okay. Okay, was muss ich tun? Muss ich hier irgendwas runterpflücken? Okay, warte mal, ich muss mal das hier auswechseln. Nehmen wir mal anhand der Tröte hier. So. Hey, das kommt nicht runter. Was muss ich dann machen? Die saugt was ein. Aber es passiert ja nichts. Weil am Anfang hat sie aber so einen Kokon gefressen. Aber den kriege ich ja nicht runter, so wie es aussieht. Wird doch gar nicht als Ziel angezeigt oder so. Die hat aber Eis auf dem Rücken, also brauche ich den Handschuh. Verstehe ich nicht. Mal Hilfe holen. Du stellst meine Geduld auf die Probe. Ja, sag schon was, was ich hier machen soll. Ja. Ja, ja. Was soll ich hier tun? Hä? Mit dem Band hier kann ich auch nichts machen. Hä?
Ich habe hier bald keine Lebensenergie mehr. Was soll ich denn hier machen? So! Ach so, nein. Ach, ich bin noch blöd. Oh, ich habe kein Leben mehr. Au! Na, ob ich das jetzt noch schaffe? Hä? Hilfe! Also, wenn ich das schaffe, bin ich gut. Okay, da habe ich mich jetzt aber auch besonders dämlich angestellt. Ja, da habe ich mich wirklich sehr dämlich angestellt. Nun gut, aber wir haben es trotzdem geschafft. Ja, ist gut. Ein Rohr. Da kann ich nicht rein. Was ist das denn? Wo kommen wir jetzt dahin? Okay. Aha, da kommen wir wieder da zurück. Okay. Wir müssen ja noch ein paar Truhen. Das ist die, okay. Da haben wir noch eine, wo ich ganz am Anfang gesagt habe, wo ich dann runtergefallen bin und nicht mehr hochkam. Und da drüben ist auch noch eine. Irgendwo. Also unten ist keine mehr. Bis auf da, wo wir jetzt noch vorbeikommen. Und vor dem Boss ist noch mal eine. Also es müssten jetzt noch 3 oder 4 Truhen sein. Was waren das für ein Anzeigen da oben? Achso, das sind die Items, die ich eingesammelt habe. Okay, da fehlt irgendwas, aber auch egal. Hallo, wer bist du denn? So, war jetzt nicht so schwierig. Aber das war noch nicht der letzte. Okay.
Ach, Mensch. Ah, ey, ey, ey. So, einer und wo ist der zweite? Hier. So, und dann du. Ah! Halten aber auch ganz schön was aus. So, und du da noch. Och nö, ey. Ich sehe nichts. So. Mann. Ist ja nass zu fassen. So. Hier unter mir soll eine Truhe sein. Was? Oder über mir? Das war jetzt geraten. Was haben wir denn da? Kriegspracht macht den Benutzer zu einem Meister im Umgang mit Waffen. Damit erhöht sich Kriegskönnen im Kampf. Das ist auch eine Waffenausrüstung, ja. Ach, das ist sogar eine legendäre. Okay. Das war der erhöhte Schaden. So, die Zugewinn von Chaos erhöht sich erheblich, erhöht den Zugewinn von Chaos durch andere Nahkampfwaffen, erhöht drastisch den Gewinn an Waffenerfahrung. Okay. Passivbonus verlängert die Dauer der Chaosgestalt, erhöht den durch Waffen verursachten Schaden erheblich. Na, das ist doch geil. Da können wir doch auf unser Schwert ausrüsten. Das ist doch mal, also wenn das nichts ist. Wir rüsten aber mal, jetzt ist unser Schwert voll rot. Auf den Handschuh auch noch was aus. Und zwar nehmen wir mal was? Zusätzliche Seelen bei Zuweisung zur Sense. Und der hat jetzt drauf. Ah, dann machen wir das mal da drauf. So, und das machen wir auf den. So. So, jetzt haben wir hier ein schön rotes Schwert. Super.
Oh, oh! Ich dachte, ich muss nochmal. Nochmal schwingen. Okay, okay. So. Oh. So. Oh Gott, oh Gott. Da ist nichts mehr. Nee, da können wir gar nicht hin, ne? Okay, okay. So, da drüben war ja noch irgendwie eine Truhe, ne? So, beide. So. Ach, Engelchen. Und ich bin das Teufelchen. Alter. Schönen guten Tag. So. Ist mir egal. Ah. So, jetzt räume ich hier mal richtig auf. Macht das Spaß. Herrlich. So, hau ab. Brauchen immer noch 4 Schläge. Ich möchte jetzt aber mal da hoch. Da muss ich doch irgendwie noch lang kommen. Da drüben, da muss noch irgendwie eine Truhe sein. Hier komme ich ja nicht ran. Okay. So, kann ich da irgendwie rüberschwingen? Ich kann mich nicht drehen oder... Okay. Wo ich denn da hin? Ach. Nee, ist doch richtig gewesen. So. Das ist irgendwie eine Etage höher, ist das. Mhm. Anders lang gucken. Gehen wir erstmal hier raus. Und hier runter. Alter!
Dann da drüben muss das sein. Hier? Entweder hier drüber. Aber hier ist da nichts. Da drin, warte mal. Ach Mann, hier einfach um die Ecke laufen. So. Mensch. Wo komme ich jetzt hier wieder zurück? Huch. So. Na. Krieg. Hoch mit dir. So. Und dann hier lang. Und dann da drüben raus. Und dann machen wir hier Folgenpause. Bis dann. Ciao.